Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Abonnentinnen und Weltwoche-Abonnenten, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht, am Donnerstag, dem 17.10.2019, drei Tage vor der richtungsweisenden Wahl in der Schweiz. Ich hoffe, die Fieberkurve ist auch bei Ihnen schon am Steigen. Nein, ich vermute, die Fieberkurve steigt überhaupt nicht, weil das Schöne ja an der schweizerischen Politik eben auch darin besteht, dass Langeweile ein konstituierendes, also ein zentrales Merkmal unserer Politik eben ist. Wir sind eben nicht ein intensives Land, ein politisch intensives Land, wobei ich möchte die Bedeutung solcher Wahlen überhaupt nicht schmälern. Die geben natürlich Auskunft über die Richtung, die das Land dann einnehmen wird nachher. Ich möchte aber zum Start in dieser Sendung auf ein Ereignis zu sprechen kommen, das mich in besonderer Weise fasziniert hat und auch beeindruckt hat. Ich kann das hier ja offenlegen, auf die Gefahr hin, dass jetzt alle die, weil es geht jetzt bald um eine Reizfigur, um den amerikanischen Präsidenten, also bitte alle die, die eine sozusagen allergische Reaktionen verspüren, immer wenn der Name dieses Präsidenten, den sie schon gar nicht hören wollen, wenn der erwähnt wird, bitte schalten Sie jetzt ab, schauen Sie nicht weiter und auf keinen Fall fangen Sie an, Gegenstände auf den Bildschirm zu werfen, falls ich hier Meinungen ausdrücken sollte, die sich ganz explizit gegen Meinungen richten, die Sie selber haben, die ich natürlich respektiere, aber ich sehe sie möglicherweise etwas anders. Also das beeindruckende Ereignis war diese Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump gestern im Weißen Haus mit dem italienischen Staatsoberhaupt Mattarella. Und dabei wurde auch über den Syrien-Abzug gesprochen, der ja weiterhin kritisiert wurde. Die Medien sind ja eine Art Jericho-Getöse gegen diesen Truppenabzug. Man wirft Trump allerlei vor. Ich habe ihn auch etwas kritisiert hier, wobei ich habe ihn auch verteidigt, weil ich gesagt habe, er habe mit diesem Truppenabzug eigentlich seine Wahlversprechen erfüllt und allerdings doch auch seine kurdischen Verbündeten etwas im Stich gelassen, überstürzt da weggegangen. Diese Kritik habe ich hier auch artikuliert und Donald Trump hat dazu Stellung genommen, jetzt nicht zu mir selbstverständlich, aber stellvertretend zu den Journalistinnen und Journalisten, die dort diese Fragen dann gestellt haben. Und ich muss sagen, diese Antworten von Donald Trump waren beeindruckend und wirklich auf eine ganz spezielle Art und Weise beeindruckend. Nicht nur die Art und Weise, was er gesagt hat, sondern auch wie er es gesagt hat, in der Art und Weise, wie er es ausgedrückt hat. Sehr, sehr direkt, sehr authentisch. So wirkt das. Ich meine, man muss immer aufpassen, Politiker sind natürlich auch immer begnadete Schauspieler, selbstverständlich, und kein Mensch ist eins zu eins öffentlich die gleiche Person, die sie privat auch ist. Also hier gibt es immer eine gewisse Fallhöhe. Aber mein Eindruck war hier einfach eine Direktheit, eine Klarheit, auch nur schon der Ausdrucksart und Weise, die einzigartig, die speziell ist, sagen wir es mal so, stilisieren wir es nicht allzu hoch, aber sehr, sehr speziell ist, also ans etwas Einzigartige grenzt in dem Sinne. Und ich habe das vielleicht vor einer speziell so empfunden, jetzt reden wir nur mal vom Stil des Auftritts gestern, von dieser Direktheit von Trump. Und das war nicht einfach ein abgelesenes Manuskript, müssen Sie sehen. Das war eine spontane Antwort auf eine kritische Frage, warum er das so schnell abgezogen habe und so weiter, seine Verbündeten im Stich gelassen habe. Nein, diese Art und Weise sehr, sehr speziell. Und ich habe das eben so empfunden, weil ich im Moment noch ein Buch lese über Richard Nixon und Henry Kissinger. Kissinger, der nationale Sicherheitsberater und danach Außenminister von US-Präsident Richard Nixon. Nixon, der gefallene, tragische Präsident, der über die Watergate-Affäre gestürzt ist 1974, der in der Schlussphase des Vietnamkriegs ja die amerikanischen Geschicke lenkte, ein an sich, glaube ich, anerkanntermaßen brillanter Außenpolitiker, aber eben mit charakterlich sehr großen Abgründen. Und Nixon ist für mich jetzt so etwas in der Betrachtung das Gegenstück zu einem Politiker wie Trump. Nixon war ein Politiker, der nach außen sozusagen die Benutzeroberfläche, das Image eines perfekten, freundlichen, fürsorglichen, immer netten Menschen, fast schon pastoral seine Art sich auszudrücken, pflegte. Und dann aber hintenrum, und das kam ja danach in diesen vertraulichen Nixon-Tapes, diesen Tonbandaufnahmen zum Ausdruck, der dann aber im privaten Bereich eine Sprache pflegte, die nicht weiter hätte entfernt sein können von dieser eben etwas gesalbten, schwülstigen Art, wie er sich sonst da ausgedrückt hat, der Idealschwiegersohn, der immer verständige, nette, freundliche Mann, hintenrum dann unglaubliche Flüche, zynisch, etc. Da ist also die Fallhöhe zwischen dem privaten Nixon und dem
Präsidenten Nixon sehr, sehr groß, die Authentizität der öffentlichen Auftritte gering und Trump aus meiner Sicht hier nur schon durch die Art und Weise des Ausdrucks das Gegenstück. Kommen wir auf die Pressekonferenz. Also die Art und Weise sehr, sehr direkt, sehr klar und auch sehr engagiert, das war der Ausdruck, der Eindruck sehr ehrlich, inhaltlich brillant. Trump hat, wie gesagt, sich äußern müssen zur Frage des Truppenabzugs und er hat das erklärt in klaren, direkten Sätzen. Seine Argumente waren: selbstverständlich lasse ich keine amerikanischen Soldaten sterben in diesen Kriegen im Nahen Osten, in diesen Endless Wars, in diesen endlosen Kriegen, hat sich wörtlich so ausgedrückt, was die dort unten tun, also die Kurden, die Türken und die Syrer, sie kämpfen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, wir Amerikaner haben dort eigentlich nichts zu suchen, was geht uns das an, das ist sozusagen, das ist quasi der Lebensmodus in dieser Gegend, dass dort einfach sehr viele Konflikte sind, was haben die Amerikaner mit diesen Konflikten zu tun, wir sind nach Syrien gegangen, um dieses Wahnsinnskalifat, dieses ISIS, dieses Terrorkalifat zu beseitigen, zu stürzen. Das wurde erledigt, der Job ist getan, jetzt gehen wir zurück. Ich lasse keine amerikanischen Boys sterben für die Kriege von anderen, mit denen wir eigentlich nichts zu tun haben, die uns auch überhaupt nichts angehen. Also sehr, sehr direkt, klar und ich würde auch sagen, vernünftig, wie er hier argumentiert hat. Und der zweite Punkt, und das fand ich fast noch bemerkenswerter, er sagte, selbstverständlich stehe er, der amerikanische Präsident, unter Druck aus den eigenen Reihen, in der eigenen Partei, der Falken, die da Krieg führen wollen. Und vor allem verwendet er dann den Begriff, der eigentlich ein Begriff ist, den die Linke ins Spiel geführt hat, nämlich den Begriff des militärisch-industriellen Komplexes. Er sagt, selbstverständlich stehe ich unter Druck des militärisch-industriellen Komplexes der Vereinigten Staaten. Die wollen diesen Krieg dort führen, die wollen nämlich ihre Waffen verkaufen, aber ich sehe keinen Sinn darin, dass wir unsere Jungs dort unten verlieren, dass die sterben müssen, nur damit ein paar ihre Waffen dort unten verkaufen können. Da mache er nicht mit, da sei er dagegen. Deshalb habe er gesagt, diese Jungs müssen nach Hause kommen. Er habe das in den Wahlen versprochen. Fertig mit diesen Endless Wars. Selbstverständlich, das interpretiere ich jetzt hinein, wo es darum geht, die direkten Interessen der Vereinigten Staaten zu schützen. Dort sind wir, aber sicher nicht in fremden Kriegen, die uns nichts angehen. Hat auch interessant darauf hingewiesen, dass jedes Land, auch die Vereinigten Staaten, dass die sich überdehnen können, dass man sich überlupfen kann, wie wir in der Schweiz sagen. Also eine Ausdehnung, die dann eben nicht funktioniert. Stichwort Vietnamkrieg, das war genauso ein Krieg, aus dem man eben nicht mehr herausgekommen ist. Eine Blutmühle, die auch also unter ganz fragwürdigen Umständen überhaupt erst begonnen wurde in Indochina. Und hier also Trump das Gegenstück und, was ich eben interessant finde, auf einer Argumentationslinie, die in den 70er Jahren sehr stark eigentlich von der linken Seite gepflegt wurde. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, ob die Linken hier Trump den Credit dafür geben, dass er eigentlich ihre Argumente auf dieses Geschehen im Nahen Osten anwendet. Ich glaube nicht, dass sie das machen werden, weil die suchen einfach alles, um Trump irgendwie einen Strick draus zu drehen. Das ist sehr interessant. Was er auch sagte, und das finde ich immer wieder interessant für einen Amerikaner, man sagt den Amerikanern ja nach, dass sie die Welt nur in Gut und Böse einteilen können, in die Guten und die Lieben, in Engel und Teufel. Und bei Trump stelle ich einfach zum wiederholten Male fest, dass er sich dieser allzu einseitigen Sichtweise verweigert. Er wurde dann nämlich angesprochen auf die Kurden. Er hat gesagt, die Kurden seien doch da die Guten, hat ein Journalist gesagt, und wir lassen sie jetzt im Stich. Und Trump hat dann relativ ungerührt zur Antwort gegeben, nein, die Kurden seien auch keine Engel, sei niemand ein Engel dort unten. Also sieht alles Gut und Böse, er mischt sich etwas, also eine, wie soll ich mal sagen, eine fast schon tragische Weltsicht, eine sehr realpolitische Weltsicht, die hier durchdringt. Und also aus meiner Sicht sehr, sehr beeindruckend. Und was in dieses Kapitel hineinspielt und was das eigentlich noch unterstreicht, ist dieser Brief. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, er kursiert jetzt auf dem Internet. Das ist ein Brief von US-Präsident Donald Trump an den türkischen Präsidenten Erdogan. Und ich möchte Ihnen diesen Brief hier kurz vorlesen und auch übersetzen, weil dieser Brief vielleicht auf den Punkt bringt, diese
diese Bodycheck-Diplomatie, wenn es eben auch um harte Fragen geht, diese Direktheit, diese Absage an einen parfümierten, gesalbten, schleimigen diplomatischen Gestus, sondern eine sehr klare Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, wie die Sachlage eigentlich ist. Das ist Donald Trump, das ist seine Authentizität, das ist ein wichtiger Grund dafür, warum vermutlich so viele Amerikaner ihm ihre Stimme gegeben haben. Was man an ihm schätzt, dass er eben nicht dieser glattgebügelte, eben pseudo-authentische Worthülsenpolitiker ist, wie man das aus verschiedenen, in verschiedenen Facetten überall eigentlich kennt, sondern eben sehr direkt einfach hinsteht und für das hinsteht, was seine Meinung, seine persönliche Meinung zu sein scheint. Jetzt also der Brief von Donald Trump an Erdogan. Das habe ich noch nie gelesen, jetzt auf dieser Staatsstufe, aber ich bin ja auch da nicht mit allen Details vertraut. Dear Mr. President, let's work out a good deal. Lassen Sie uns einen guten Deal machen, schreibt Trump an Erdogan. You don't want to be responsible for slaughtering thousands of people. Sie wollen nicht dafür verantwortlich gemacht, dafür verantwortlich sein, dass Sie Tausende von Leuten abschlachten. And I don't want to be responsible for destroying the Turkish economy. Und ich will nicht dafür verantwortlich sein, die türkische Ökonomie zu zerstören. And I will. Und ich werde sie zerstören, wenn sie mir nicht entgegenkommen. I've already given you a little sample with respect to Pastor Brunson. Ich habe Ihnen schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Zerstörung der Ökonomie, Ihrer Ökonomie in der Türkei gegeben, mit Respekt an Pastor Brunson. Das war dieser Pastor, den die Türken festgehalten haben. Da hat ja Trump dann mit Sanktionen voll reingekesselt in die Türkei. I have worked hard to solve some of your problems. Ich habe hart gearbeitet, um einige Ihrer Probleme zu lösen. Don't let the world down. Enttäuschen Sie die Welt nicht. You can make a great deal. Sie können einen großartigen Deal machen. General Maslum is willing to negotiate with you and he's willing to make concessions that they would never have made in the past. General Maslum ist bereit, mit Ihnen zu verhandeln und er ist bereit, Ihnen Zugeständnisse zu machen, die Sie früher nie gemacht haben bei uns in den Vereinigten Staaten. I'm confidentially enclosing a copy of his letter to me, just received. Ich lege Ihnen noch einen Brief bei, den ich eben erhalten habe von diesem besagten General. History will look upon you favorably if you get this done the right and humane way. Die Geschichte wird gnädig, vorteilhaft auf Sie herabsehen, wenn Sie das Richtige tun, und zwar auf eine humane Art und Weise. It will look upon you forever as the devil if good things don't happen. Es wird Sie immer als, die Geschichte wird Sie immer als Teufel in Erinnerung behalten, wenn Sie nicht das Richtige tun. Don't be a tough guy, seien Sie kein harter Kerl. Don't be a fool, seien Sie nicht verrückt. I will call you later. Ich werde Sie anrufen. Sincerely, Donald J. Trump. Also das ist sozusagen die Ansage, das ist sozusagen der Härtegrad dieser sprachlichen Konfrontation. Ein sehr interessantes Dokument. Ich werde das einmal mit ein paar Schweizer Diplomaten besprechen in der Frage, ob eigentlich solche Dokumente jemals über ihr Pult gegangen sind. Also, falls Sie Zeit und Interesse haben, bitte schauen Sie sich diese Pressekonferenz von Donald Trump und seine Erklärungen zum Truppenabzug, aus meiner Sicht sehr, sehr einleuchtend, an. Wirklich beeindruckend. Okay, was haben wir sonst noch für weitere Themen? Ja, einfach schlimme Nachrichten wieder aus der ganzen Szene. Islamismus in der Schweiz. Ein St. Galler Imam hat seine Frau als Sklavin gehalten. Solche Dinge passieren heute in der Schweiz. Das ist die Folge einer völlig verantwortungslosen Flüchtlingspolitik der Linken in Bern. Ich kann sich da anders ausdrücken. Diese Kreise zerstören einfach unser Asylrecht. Die zerstören auch die Bereitschaft der Menschen in der Schweiz, eine Zuwanderung zu tolerieren, die solche Phänomene in die Schweiz bringt. Das ist ein riesiger Betrug letztlich auch an der Bevölkerung, dass hier die Politiker ohne Plan einfach eine Massenzuwanderung zugelassen haben, die jetzt solche Phänomene hier in der Schweiz zum Alltag macht. Ich meine, wir haben jetzt mehr oder weniger fast jede Woche, jeden Tag irgendwelche Meldungen von Muslimen. Es sind leider Muslime, die ihre Frauen verprügeln, abschlachten, umbringen, einsperren, mit Messern bedrohen. Ich meine, was ist hier eigentlich los und wann werden die Leute zur Rechenschaft gezogen in der Politik, die solches zu verantworten haben?
Ja, geht das gleiche Kapitel auch im Tagesanzeiger, Gewalt an Flüchtlingsfrauen, vor allem durch Flüchtlinge, in Anführungszeichen. Ja, das ist die Realität. Die Journalisten haben das jetzt bengalisch beweihräuchert, bengalisch beleuchtet die ganze Zeit und jetzt muss man hier zähneknirschend zugeben. Aber das sind ja alles nur Einzelfälle, das hat überhaupt nichts mit dieser Flüchtlingspolitik zu tun. Da ist einfach ärgerlich, dass hier in diesem Bereich nichts unternommen wird, dass hier das einfach so weiterläuft. Dann interessant in der Neuen Weltwoche, der CVP-Präsident Gerhard Pfister verteidigt Peter Handke, den angegriffenen, attackierten Literaturnobelpreisträger für seine Stellungnahmen während des Serbienkriegs. Nicht in der Sache jetzt, sage ich mal, Pfister macht sich hier nicht eine politische Meinung zu eigen, aber im Sinne der Haltung, die die Handke vertritt und die seinen auch politischen Einschätzungen zugrunde liegt. Ein sehr interessanter Essay-Aufsatz in der Neuen Weltwoche von Gerhard Pfister, der ja über Handke doktoriert hat. Ja, dann eben dieser Brief hat vielleicht schon von Trump hat schon gewisse Wirkungen gezeigt. Also Präsident Erdogan will jetzt den amerikanischen Vizepräsidenten Mike Pence empfangen. Stand des Brexit, ja, da wird georakelt. Der Bruchpilot, wie da Einzelne meinen, Boris Johnson, ist intensiv am Verhandeln mit der Europäischen Union. Wir sind gespannt, was da herauskommt. Auf jeden Fall ist sein Ansatz richtig, der Europäischen Union ganz klar aufzuzeigen, wir gehen auch ohne harten Deal aus der EU raus. Machen wir. Das wird natürlich die Verhandlungsposition stärken. Das britische Parlament hat das ja unterlaufen, indem sie dieses Gesetz, diesen Ban Act verabschiedet haben, wo sie dem Boris Johnson verbieten, einen No-Deal-Brexit zu machen. Damit schwächen sie natürlich die Verhandlungsposition. Wir sind sehr gespannt. Ich muss noch ein Korrigendum machen. Ich habe gestern in Teilen der Sendung, ich habe dann das rausgeschnitten, einen wirklich peinlichen Fehler gemacht, und zwar Präsident Emmanuel Macron, mea maxima culpa. Ich bin von einem Zuschauer auch darauf aufmerksam gemacht worden, wir haben es dann gleich gelöscht. Aber ich habe für alle, die nicht gelöschte Version gesehen haben, ich habe gestern behauptet, dass ich Emmanuel Macron für die Aufnahme von Nordmazedonien und Albanien in die Europäische Union stark mache, aber das dann verglichen mit der Hunter-Strategie, das wisse er, und das ist ein peinlicher Fehler, denn Emmanuel Macron, mea maxima culpa, ist gegen die Aufnahme von Nordmazedonien und Albanien, andere sind dafür. Also ich entschuldige mich hier in aller Form beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Ich, falls Sie die Sendung gesehen haben sollte, das ist jetzt ironisch gemeint, nicht, dass Sie glauben, ich sei da größenwahnsinnig. Falls Sie die Sendung aber gesehen haben sollte, auf jeden Fall direkt, Monsieur le Président, je suis désolé. Das war ein großer Error, ein großer Fehler, mea maxima culpa. Vielen Dank, dass Sie mich gleich darauf aufmerksam gemacht haben. Auch sonst bin ich dankbar für Anregungen, Themen, aber auch für Kritik. Ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen. Genießen Sie ein sonniges Wochenende. Genießen Sie auch das Leben. Bei aller Unbill, bei allen Wirren muss man immer einen Gedanken sich vor Augen halten. Es ist immer und in jedem Fall besser zu leben, als nicht zu leben. Dass man überhaupt leben kann, ist ja eigentlich schon ein gewaltiges Geschenk. Könnte ja genauso gut sein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht existiert, ist ja viel größer als die Wahrscheinlichkeit, dass man existiert. Und wenn es einem mal nicht so gut geht, kann man ja sich diese Erkenntnis vor Augen führen. Immerhin haben wir das Geschenk des Lebens einmal bekommen, von wem auch immer. Auf jeden Fall in diesem Sinne heitere Grüße, einen optimistischen Ausblick auf die kommenden sonnigen Tage. Verbleibe ich, Ihr Roger Köppel, und freue mich auf ein Wiedersehen in der nächsten Woche. Vielen Dank.